Bonsoir, Romain. Sag mal, bist du noch im Büro? Der Chef hat die Sitzung auf morgen vorverlegt. Keine Lust auf ein Abendessen mit den Schwiegereltern? Yeah! Wo steckst du, verdammt? Ich bin bei meinen Eltern, wir warten auf dich. Außergewöhnlicher Notfall? Oh Mann. Kleine Geheimnisse vor der Welt? Bist du da, Baby? Ja, ich bin hier. Entspannen Sie sich, wir machen das schon. Die Firma lief super, endlich die große Liebe. Kurz gesagt, mein Leben war toll. Ich komme für einen verheirateten Freund. Er hat eine junge Frau kennengelernt, mit der er übers Wochenende wegfahren will. Wie heißt denn Ihr Freund? Sein Vorname, wie heißt er? Jean-Claude. Bis ich Ihren Vater kennenlernte. Hallo, Papa. Bonjour, Jean-Claude. Gérard. Und Ihre Mutter. Hallo, Mama. Am Wochenende ist unser 30. Hochzeitstag. Hm? Gérard ist nicht mal da. Ach so? Tja, die Arbeit. Flo stellt mir unangenehme Fragen. Was soll ich jetzt tun? So ein Mist. Ihr wisst es noch nicht. Ich habe ein kleines Problem mit Narkolepsie. Ist ja kein Drama. Hältst du noch bis zur nächsten Raststätte durch? Klar, kein Problem. Na cool. Seit wann hast du das? Stopp! Midi! 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 Midi, aufwachen! Ach, na komm, die Sache mit der Panne und so. Aber wir haben wirklich eine Panne. Ja, na klar. Und ich habe echte Brüste. Oh, pardon. Doof, Mann. Was soll denn der Scheiß? Wir blasen die Sache ab. Von wegen, hier wird gar nichts abgeblasen. Ich schlag die Scheibe ein, nicht, dass du dich verletzt. Alles okay? Ja. Weißt du, was dein Problem ist? Du bist ein schlechter Lügner. Dann sage ich dir jetzt die Wahrheit. Aber das stimmt nicht. Was ist denn mit dir los? Er hat noch gar nichts gesagt. Pardon.